Hallo liebe Leute, hier habe ich von Amazon eine flexible Druckplatte zum Testen bekommen. Schauen wir uns das Teil mal genau an. Es besteht aus zwei Teilen. Einmal einem Magneten mit 3M Aufkleber, der auf die Platte geklebt wird. Und danach haben wir auch noch das Edelstahlteil. Es ist eine 1 mm Edelstahlplatte, die ist flexibel und geschliffen. Der kommt dann einfach auf den Magneten und haftet. Das alles dann natürlich mit dem 3M Doppelklebeband an unserem 3D-Drucker. Jetzt sieht man das ganz genau. Einfach mit Alkohol sauber machen und danach das Magnet kleben und danach ist schon alles fertig. Man kann jederzeit das Edelstahl rausnehmen und das 3D-Druck dann einfach mit dem Biegen von dem Edelstahl einfach rausholen. Geht viel einfacher raus, habe ich natürlich öfters gemacht, also viermal gedruckt und viermal hat es ohne Probleme geklebt. Das Problem war bei mir immer, dass es sehr gut gehaftet hat vorher und ich musste die ganzen Drucke mit Spachtel raus tun, habe ich natürlich verkratzt mein ganzes Platte und deshalb seitdem ich das jetzt habe, geht es alles viel einfacher, nachdem 3D-Druck gemacht ist natürlich, einfach raus tun und das Edelstahl einfach biegen und das geht fast von alleine schon raus. Also finde ich super. Seitdem bin ich sehr froh, dass ich das habe und ich will das wirklich nicht mehr vermissen, weil es so einfache Idee ist, aber hundertprozentig sehr gut funktioniert. Natürlich kriegt das Teil von mir 5 Sterne. Ich würde sogar viel mehr geben, wenn es geben würde. Und Preis-Leistungs-Verhältnis ist es natürlich auch sehr gut. Es funktioniert natürlich nicht nur bei Elego Mars, sondern bei Photon S geht es natürlich bei Anycubic genauso gut.